Bij AIDA maken ze 500 soorten taarten en gebak, met de zaggertorte als kroonjuweel. Het bedrijf exporteert zijn halal-assortiment naar verschillende islamitische landen. Saoedi-Arabië en Qatar zijn de grootste afnemers. Wir haben vor 5 Jahren unsere ganze Produktion umgestellt auf Halal. Das heißt, wir können nur Halal-zertifizierte Rindergelatine verwenden. Davor haben wir auch Schweingelatine benutzt. Und wenn wir für Katar produzieren, wie auch Saudi-Arabien, das ist ein Tag der Woche, müssen wir die ganze Produktion umräumen. Und wir dürfen auch nur anderes Waschmittel verwenden. Das heißt, Waschmittel ohne Alkohol. Wir haben auch Produkte, die mit Schwein sind. Schinkenrolle, Schinkenstange. Die dürfen wir auch während dieser Zeit, wo wir für Saudi-Arabien oder Katar produzieren, dürfen wir das nicht in der Firma haben. Gibt es denn eine Art Ausschuss, der hierher kommt und das alles kontrolliert? Auf jeden Fall, ja. Ja. Also es gibt, alles ist einmal halal zertifiziert. Wir dürfen nur von Leuten kaufen, die diese Zertifizierung haben. Es ist sehr streng, wenn die Produkte mal hinunterkommen, werden die eine Woche lang analysiert. Das heißt, wir schicken einmal Samples hin zum Testen und dann werden die freigegeben. Und das wird jedes Mal gemacht, wenn es hingeschickt wird. Welches Gefühl gibt das, um Ihre Produktion von religiösen Regeln bestimmen zu lassen? Wir passen uns der Welt an. Es gibt verschiedene Religionen, wir respektieren das. Ich selbst habe bei den Halal-Anpassungen ein gemengt Gefühl. Von der einen Seite ist es simpel und vor der Hand liegend. Tegelijk kan ik moeilijk wennen aan het beeld van een religieus comité dat een bedrijf binnenstapt om er de leidingen te controleren. Andreas is productieleider bij AIDA. Hij was verantwoordelijk voor het transport van de allereerste lading halal zaggertorten naar Saoedi-Arabië. Ik was daar zelf, heb me de producten aangezien, of dat alles goed rübergekommen ist. Die Samples werden nochmal angeschaut bei den Behörden selbst in Saudi-Arabien. Ja. Und dann geht es erst weiter aus dem Zoll hinaus zum jeweiligen Kunden. Also mich sehr schräg. Ja? Ich war selber im Supermarkt dort einkaufen. Sie finden dort wirklich Bier, Wein, alles, aber alles ohne Alkohol. Ja. Eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt. Nicht nur die Temperaturen, sondern auch alles andere. Aber eine Welt, an der man sich anpasst. Man muss sich anpassen. Die Welt wird immer kleiner, immer enger. Wir wachsen alle zusammen. Ich sag mal, es ist sehr wichtig, dass wir da zusammen uns zusammenführen. Mhm.